Unsere gute Misty hier hat heute ein bisschen Konkurrenz bekommen, beziehungsweise Besuch von unserer guten Dörte. Dörte ist ein bisschen masochistisch veranschlagt und sie wird uns jedes Mal und sehr gerne zeigen, wo es ihr gerade wehtut. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dustin und ich erkläre euch heute meine Zufallstabellen, die ich verwende für meine Trefferzonen. Und wenn ihr einmal hier rüber schaut, dann seht ihr, ich habe gerade einmal läppische 68 verschiedene Bilder entwickelt, um Trefferzonen darstellen zu können. Das ist ziemlich viel. Machen wir das ganze Ding einmal auf, seht ihr diese ganzen vielen verschiedenen Bilder mit den ganzen Beschriftungen, was ich da eigentlich alles entworfen habe. Das könnt ihr euch in Ruhe angucken, wenn ihr euch das Ganze runterladen wollt. Wie immer findet ihr alles, was ihr in diesem Video finden werdet, in der Videobeschreibung zum Download kostenlos für euch zur Verfügung. Aber ihr seht hier schon mal, ich bin von den Füßen losgegangen und habe mich dann langsam nach oben bewegt. Wir speichern das Ganze mal und probieren mal, was eigentlich passiert. Wenn wir jetzt also eine zufällige Seite erwürfeln wollen, dann verschwindet Dörte ganz kurz und wir sehen jetzt, okay, hinten links an der Schulter ist sie getroffen worden. Machen wir das Ganze nochmal, ist sie am Rückgrat getroffen worden hinten und so weiter. Ist sie jetzt vorne an der Kehle zum Beispiel getroffen worden, kann man das Ganze jetzt immer wieder und neu verwenden. Wenn ihr jetzt ein Makro schreiben wollt, dann müsste das Ganze natürlich Trefferzone-detailliert heißen, wenn ihr das irgendwo reinnehmen wollt. Beziehungsweise wenn wir jetzt einmal hier drauf werfen und in den Chat reingucken, dann können wir uns das ja auch anzeigen lassen. Ihr seht jetzt hier also slash roll 1t Trefferzone detailliert und so könnte man es jetzt als Makro speichern, um immer wieder nur mit einem Druck in der Token-Action-Leiste oder in der Makro-Leiste eine neue Darstellung von Dörte zu bekommen. Dann habe ich aber auch gedacht, nein, das reicht mir nicht, ich möchte noch mehr. Denn ihr seht ja, im Chat ist das Ganze jetzt nicht so optimal, man sieht das Bild hier nahezu gar nicht. Vielleicht wollen wir andere Darstellungen, die man vielleicht ein bisschen besser hier sehen kann, aber die auf der Karte vielleicht aber auch anders aussehen. Wir schieben Dörte mal einmal nach hier unten. Ich habe sie jetzt extrem groß gemacht, einfach nur, dass man es gut sehen kann. Ihr seht auch dadurch, dass sie etwas transparent ist, ist sie nicht auf jedem Hintergrund perfekt zu sehen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache auch noch Dinge, die gut zu sehen sind. Und da habe ich mir die Trefferzonen von DSA gepackt. Bei diesem Link, der jetzt gerade da oben angezeigt wird, könnt ihr einfach mal nachschauen. Der ist auch in der Videobeschreibung drin zu finden, was für Trefferzonen Ulysses sich für DSA, für das schwarze Auge hat einfallen lassen. Und die sind eigentlich ziemlich clever gelöst und immer für den 20-seitigen Würfel angelegt. Und das habe ich versucht zu kopieren. Wir gehen jetzt also zum Beispiel mal auf den Humanoid Klein. Und ihr seht jetzt hier, wir haben eine Zwergendarstellung. Ich habe jeweils die Trefferzone, die getroffen wird, rot ausgefärbt. Und Ulysses hat sich entschieden, das Ganze in vier Bereiche zu unterteilen. Und ihr könnt jetzt hier also sehen, der Kopf ist mit einer Gewichtung von 6 angelegt. Wie gesagt, immer mit einem W20-Wurf möglich. Also 1 bis 6 wäre jetzt der Kopftreffer. Dann von 7 bis 10 wäre der Torso-Treffer. Aber ich schreibe jetzt hier natürlich nicht 7 bis 10 rein, sondern ich will eine Gewichtung von 4 Würfelseiten haben. Dann die Arme mit einer Gewichtung von 8, relativ hohe Wahrscheinlichkeit, die Arme zu treffen bei einem kleinen Menschen bzw. Zwerg. Und dann haben wir auch noch die Wahrscheinlichkeit, die Füße zu treffen mit 2. Und damit haben wir einen Gesamtwert von 20. Wenn wir jetzt also einmal auf dieses Ding hier unseren Fokus legen und wir holen den Token raus, dann sehe er so aus. Wir können ihn wieder so groß machen, wie wir wollen. Okay, das passt für den Zwerg eigentlich schon ganz gut. Vielleicht so. Dann können wir ihn natürlich wie immer die Seite wählen lassen. Allerdings wäre das ja kein Wurf. Oder aber wir können ganz normal die zufällige Seite würfeln lassen. Und jetzt ist hier anscheinend wieder der Kopf getroffen worden. Hier kann man es jetzt auch ganz gut sehen. Machen wir es nochmal. Die zufällige Seite sind die Arme getroffen worden und hier in großer Darstellung. Und so habe ich das jetzt für die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten gemacht. Wir schieben unser Zwerg mal einmal hierher. Dann nehmen wir nochmal den mittleren Token. Wir holen uns auch noch den humanoid großen Token. So, das ist der mittlere. Wir machen ihn mal so groß. Das ist der große, auch so groß. Dann haben wir den Token. Ach, groß brauchen wir nicht nochmal. Für den Vierbeiner. Dann auch noch den Vierbeiner Mittel. Vierbeiner groß. Sechsgliedrig, Mittel, sechsgliedrig, groß. Fangarme und das allerletzte gleich auch noch. So, hier haben wir einmal unsere Fangarme, unser Tentakelwesen. Dann haben wir hier den Drachen, also die große Größe, 6 Gliedmaßen. Hier haben wir dann sowas wie den Tatzelwurm zum Beispiel oder ich habe jetzt hier einfach einen Riesenskorpion genommen. Und dann haben wir unsere Vierbeiner und zwar die Kuh als großes Beispiel, den Wolf als mittelgroßes Beispiel und die Ziege als eher kleines Beispiel.
Und in jedem dieser Zufallstabellen sieht es dann so aus. Ihr seht hier die Einteilung bei Menschen, dann bei den Vierbeinern ist sie auch jeweils in vier Bereiche unterteilt. Dann haben wir das Ganze mit den sechsgliedrigen Wesen in sechs Bereiche unterteilt. Da ist zum Beispiel so der Kopf mit einer Gewichtung von 4 und der Schwanz mit 2 und so weiter. Ist also kein großer Unterschied. Hier steht auch drin Beine oder Flügel. Wenn wir also jetzt zum Beispiel mal in unseren sechsgliedrig große reinschauen, dann seht ihr jetzt hier zum Beispiel sind die Flügel von mir markiert worden als Beispiel, aber das ist ja auch nur exemplarisch. Wir haben dann hier unsere Fangarme und als letztes keine unterschiedlichen Trefferzonen, dafür habe ich folgendes Bild genommen. Das soll jetzt irgendwie sowas wie eine Assel darstellen in ganz groß. Auf alle die kann man jetzt natürlich wie üblich würfeln, hier hat es wenig Sinn, denn die Assel hat jetzt einfach einen Wert von 20, beziehungsweise ihr könnt es jetzt hier sehen, 20er Gewichtung. Ich hätte auch einfach 1 stehen lassen können, aber ich wollte jetzt hier einfach mal ein bisschen korrekt sein. Und dann habe ich mir noch überlegt, okay, das ist zwar ganz nett mit diesen ganzen Bildern, aber vielleicht geht es auch anders. Und zwar mit den Würfeln, die ihr schon, wenn ihr euch das andere Video zu den Zufallstabellen angeguckt habt, vielleicht kennengelernt habt. Deswegen habe ich hier jeweils auch ein W davor gepackt. Wir sehen uns jetzt also einmal den Würfel für Humanoide an, für klein, mittel, groß. Für Vierbeiner, für mit mehreren Gliedmaßen und so weiter. Ich habe allerdings jetzt hier gesagt, ich möchte, dass diese Würfel gut gelesen werden können. Also habe ich nicht den Zwergen auseinandergebaut, dann das auseinandergebaut und dann das auseinandergebaut, weil es dann einfach alles sehr oberflächlich aussieht. Sondern wenn wir jetzt hier einmal drauf gehen, wir holen uns den Token raus, dann sehen wir jetzt hier, habe ich den Kopf genommen von dem Großen. Und das ist auch bei dem Mittleren so, das ist jeweils der gleiche Kopf. Das macht also keinen Unterschied, aber man kann es gut sehen und man kann es vor allem auch, wenn wir darauf werfen, im Chat einigermaßen lesen. Gut, jetzt ist es hier tatsächlich etwas schwer zu erkennen. Wenn ihr allerdings den gesamten Browser etwas größer eingestellt habt, als ich das habe, dann kann man das ganz gut erkennen, dass jetzt hier der Arm gewürfelt worden ist. Man kann es auch sehen, wenn man drüber hovert, dann wird ja Arme auch hier ausgeschrieben. Und das habe ich dann entsprechend auch für die anderen Darstellungsweisen gemacht. Die zeige ich euch einmal noch kurz. Und zwar den Vierbeiner. So, wir holen den Token raus für den Vierbeiner. Da habe ich mich dann für die Wolf-Darstellung entschieden. Wenn wir hier einmal durchgehen, durch die verschiedenen Seiten, seht ihr hier den Wolfkopf, hier seht ihr den Torso, hier seht ihr die Vorderbeine und die Hinterbeine. Der ist halt nicht so hundertprozentig, aber man kann es auf jeden Fall gut erkennen, finde ich. Dann haben wir den mit 6 Gliedmaßen. Ich will ihn mal rüberziehen, das kann ich ja überhaupt nicht. Den Token einmal hierhin. Das wäre dann jetzt der Drache, den ich als Darstellungsform genommen habe. Und weil man es anders nicht besonders gut erkennen kann, machen wir es jetzt so einmal. Ich gehe jetzt hier einmal durch die verschiedenen Optionen durch. Und zwar nehmen wir einmal das hier. Da kann man jetzt erkennen, Rücken ist noch zu erkennen, das soll der Torso sein. Dann als nächstes, choose, das ist eine vordere Klaue. Dann nehmen wir als nächstes diese Seite hier. Das sollen Flügel darstellen. Dann haben wir auch nochmal die Hinterbeine und als letztes natürlich den Drachenschwanz. Und das Ganze geht jetzt natürlich auch wieder für das Wesen mit den Fangarmen. Ihr seht jetzt hier, ich habe eine Kopfdarstellung, eine Torso-Darstellung und eine Fangarmdarstellung. Das sehe dann also zum Beispiel so aus, wenn wir hier drauf gehen. Das ist der Fangarm, der Torso und der Kopf. Und als letztes, das Allerwichtigste natürlich, keine unterschiedlichen Zonen, der Token sieht dann so aus, Jelly. Ich hoffe, ihr könnt mit diesen ganzen Trefferzonen-Dingern was anfangen. Wenn ihr nicht ganz genau wisst, wie man das einrichtet, guckt euch das Video, das in den letzten Wochen rausgekommen ist, dazu an, wie man solche Zufallstabellen eigentlich anlegt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbau, ganz viele nützliche Situationen, in denen ihr das Ganze anwenden könnt und großartige Abenteuer. Wir sehen uns im nächsten Video.